meistens sagen sie, pass auf, wir werden von den großen Parteien sowieso mehr oder weniger nur verarscht. Und die Rechten kannst du nicht wählen, ja, normalerweise. Und da sagen die, da wähle ich lieber gar nicht. Ja. Auch jetzt mal bei den Arbeitslosen. Ich bin auch so, dass ich gar nichts Jürgen. Wähle. Ich Jürgen, wähle bei den Arbeitslosen. Noch nie gewählt. Hm? Jürgen, weil ich nicht weiß, wen ich wählen soll. Bei den Arbeitslosen. Weil ich, ja, weil wir sowieso nur geflaxt bei den Arbeitslosen. Da sollte sich jeder Bürger in Deutschland mal selber an die Nase packen und sagen, wo muss ich denn, wenn ich jetzt das und das studiert habe, das und das gearbeitet habe, wenn diese Firma dann zufällig pleite macht und ich keinen Job mehr habe, muss ich denn unbedingt darauf warten, diesen Job zu kriegen? Oder sehe ich dann erstmal zu, es gibt Leute, die machen das, suchen sie einen anderen Job. Mhm. Ja. Egal, hauptsächlich für die Familie. Du meinst, die Flexibilität ist nicht da. Genau, da muss sich jeder Einzelne an die Nase packen. Und man müsste eigentlich rein theoretisch, wenn du mal wirklich hart hingehst, musst du sagen, okay, das Arbeitslosengeld reduzieren wir auf 50% runter. Wenn ich meinen Laden in den Bach fahre, dann bekomme ich Sozialhilfe. Wenn ich Glück habe. Ja, Logo. Mehr Arbeitslosengeld und sowas gibt es doch nicht. Hier, Sozialhilfe, da gehe ich auf null. Da sehe ich aber ganz schnell zu, dass ich wieder was mache. Aber Bei den Angestellten nicht. So, und die meisten sagen, es lehnen sich erstmal zurück. So, dann gibt es da so viele, die so aufgefangen werden. Ja. Ich kenne so viele Leute, die das voll ausnutzen, von vorne bis hinten, nur ausnutzen. Und da sage ich mir, das ist eine Unverschämtheit, das ist eine richtige Unverschämtheit. So, und dann müsste genau jeder Bürger irgendwann mal hingehen und sagen, okay, die Politiker können es nicht machen, die können solche Dinger nicht durchziehen, sagen, okay, jetzt gibt es weniger Arbeitslosengeld. Leute, wir können das nicht mehr, wir können das nicht mehr finanzieren, es geht nicht mehr. Wir können das nicht nur im Mittelstand aufs Auge drücken, jedes Mal die Steuern erhöhen bei jedem Scheiß. Überleg doch mal, was du bei deiner Mark hast nachher im Endeffekt. Bei Sprit und Zigaretten. Also, da hast du eine Mark oder 50 Pfennig übrig. Guck dir in Berlin um so ran. Ja, warst du dafür? Wärst du dafür? Ich auch nicht. Total für so einen Quatsch. Geld ausschmeißen. Ganz genau. So, die können da die Hauptstadt da hinsetzen, aber dann müssen sie einfach die obere Etage da reinsetzen, dann machen sie die Regierungsstadt in Bonn weiter. Weil da haben die alles. Ja. Hm? Da waren aber bestimmt wieder irgendwelche Politiker, die ihre Grundstücke da unten zu die froh sind, wenn in Berlin mal fett irgendwas neu gebaut wird und ihre Grundstücke haben. Dann sagen die, okay, das ist doch nur Mangelei. Das wird nur gemangelt von vorne bis hinten. Und wir werden von vorne bis hinten verarscht. Ja. So. Die größte Verarsche ist doch schon, dass die Politiker selber ihre Diäten erhöhen dürfen. Ja. Hör mal, das ist doch wohl lachhaft. Die ziehen um, die entscheiden, dass der Umzug rübergeht nach Berlin. Ja. Und dann gehen sie hin und sagen, so, ihr habt das Recht, jede Woche zu fliegen. Was meinst du, was der Scheiß alleine kostet? Ihr habt die Rechte, ihr habt die Rechte, ihr habt die Rechte, Hotelkosten und, oder keine Ahnung, wie auch immer. Das wird alles budgetiert. Und dann bauen sie noch und dann kalkulieren die noch und dann geht das ins Millionen drüber. Ja. Wenn wir das machen würden, wir wären schon längst dicht. Das mit dem Sexuellen, okay, kommt nicht in Frage als Beispiel. Genau. Ja, dann irgendwann mal ist wirklich ein Stau garantiert da, weil wenn du daheim keinen Sex haben würdest, nach spätestens ein paar Tagen geht es dir selber sorgen. Denke ich mal. Also, es muss ja nicht nach 10 Tagen sein, aber nach einer gewissen Zeit. Ach ja, hallo, die Zeit kommt ja. Und auch wenn du das hier nicht machen würdest, ich weiß nicht, vielleicht. Wolltest du das im Hühnerstall machen? Nee. Irgendwie muss ja das Zeug raus, genauso wie im Kacken. Du gehst 2 Wochen nicht kacken und irgendwann muss das Ding eben selber raus. Nee, aber ich denke, das muss, also ich habe immer so. Weißt du, wie versteht der genauso gut? Wird ja von mir erwartet, dass ich es andersrum auch erwarte. Mhm. So. Und diese typische, ja, Mann, der hat ja immer Bock und hast du nicht gesehen? Das stimmt gar nicht. Das stimmt auch gar nicht. Völliger Schwachsinn ist das, oder? Ich hätte, selbst wenn ich richtig Bock hätte, ich hätte überhaupt keinen Bock hier irgendwie. Okay, vielleicht hättest du Bock, hier eine Nummer zu schieben. Also, wenn ich hier eine Frau hätte, die interessant ist. Aber du musst doch schlechten Sex machen, oder? Also zu guten Sex hast du ja gar keine Chance. Das wenn dann müsstest du. Wenn dann müsstest du eine schnelle Nummer. Gar nichts ist ja da. Du kannst ja doch diese keine Verwöhnungsaktion starten. Dich angucken und streichen. Hey, doch, kannst du alles machen. Kannst du im Prinzip alles machen, wenn ihr so tolerant wärt und nicht dumme Sprüche reißen würdet, sondern merken würdet, aha, die haben echt, also hier haben sich 2 gefunden, die haben echt Bock drauf. Und dann hätte ich auch kein Problem, wenn hier den ganzen Tag rumschmusen würden, wie bekloppt. Und dann wirklich so mit allem drum und dran. Und irgendwann sagen, hör mal zu, kann man nicht für eine Stunde, was weiß ich, das Schlafzimmer haben. Und selbst wenn die Situation der Bammel hätte, sowas zu tun, weil er im Prinzip vor laufender Kamera versagen könnte. Nach dem Motto, also auf irgendeinem Grund nicht hinkriegt, weil Kameras laufen. Also ich hätte da kein Problem mit. Ich hätte auch kein Problem, weil ich ein geiles. Weil die zeigen doch heute schon um 19 Uhr bei Exklusiv oder wie die ganzen Dinger, die kommen. Das zeigen sie auch alle. Und wenn es dann ein bisschen pornografischer wird, kommt das Ding noch rüber. Fertig. So, Titten zeigen, aber das ist heute kein Problem mehr. Nee. Nee. Und ich denke mal, ich glaube, wenn du hier mit einem Hänger durch die Gänge rennst, ist auch kein Problem zu zeigen. Nee. Solange nicht. Nein, doch. Wie mit dem Hänger. Ja, wenn du ganz normal nackig rumrennst, also jetzt nicht Latte hast oder so, sondern einfach nur, denke ich nicht, so 20 oder 15. Was? Nee.
Was normalerweise ich? Daheim, wenn ich morgens aufstehe, das ist das Erste, was ist. Weil ich so pissen muss. Hast du eine Morgenlatte oder was? Ja, ja. Mopra. Hm. So. Aber das ist nicht so diese typische, dass du sagst, stehst jetzt halt jeden Morgen mit so einem Hörnchen auf. Nee. Mit Hörnchen? Was? Mit Hörnchen? Ja. Das ist aber süß. Er sagt kein Horn, sondern ein Hörnchen. So, ja, so ein kleines. So. Kacken ist bei dem ein Ei legen. Das ist auch süß. Ist süß. Boah, war das süß, halt. Man kann schnell wieder abgewöhnen, glaubt man. Das ist nicht süß, das ist stockschwul, das Geschwätz da. Einmal am Tag schildert jeder Bewohner im Sprechzimmer seine Eindrücke vom Leben im Big Brother Haus. Wir sind irgendwie fast, also irgendwie alle so auf demselben Level, kommen gut miteinander klar und sind eigentlich nicht so unterschiedlich, wie man sich das erwartet hätte. Obwohl ja auch Altersunterschiede sind, aber irgendwie vom Denken her passt das schon. Zusammenarbeiten klappt sehr gut und ja. Also ich hätte mir irgendwie dieses Back to Basic auf jeden Fall irgendwie nicht härter, aber auf, also ich finde es fast ein bisschen weich hier drin auf irgendeine Art und Weise, weil du hast ja an Lebensmittel und so teilweise besser wie zu Hause. Also so jetzt mir zumindest, manch anderer ist das anders gewöhnt. Ja, also ich komme richtig, ist wie Urlaub hier im Augenblick noch. Ich denke mal, dass natürlich, dass man irgendwie erwartet, dass gefühlsmäßig sich das ändern tut. Und das wird doch sicherlich kommen. Jetzt auch nach dem dritten Tag, muss ich sagen, ist so diese Neugier immer noch nicht befriedigt. Was in der Gruppe jetzt im Moment stattfindet, ist total hart irgendwie. Weil was ich gestern erzählt habe, dass so ein bisschen das Foppen irgendwie anfängt, das entwickelt jetzt halt so eine Eigendynamik. Und das ist schon... Einerseits ist es total interessant, weil alle sich ein bisschen persönlicher angreifen und weil man dadurch sich noch besser kennenlernt und auch ein bisschen diese Dynamik hat, dass man ein bisschen was erkämpfen muss und nicht alles nur so Harmonie ist. Und auf der anderen Seite kommen dann schon manchmal auch Situationen, wo man sich überlegt, wie soll ich mich jetzt verhalten? Also was mache ich jetzt? Nehme ich mich jetzt raus oder involviere ich mich oder gehe ich auf Konfrontation oder das ist spannend. Ja, was mich im Moment am meisten belastet ist, meine ganzen Freunde sind gestern groß weg gewesen, haben sich hier im Kölner Kaufhof getroffen, haben da zusammen gefrühstückt. Um halb zehn haben sich da getroffen, haben zusammen gefrühstückt, sind dann rüber in die Wiener Steffi gegangen. Und da interessiert mich eigentlich mal, wer heute von denen den größten Kater hatte. Wahrscheinlich wird das mein Bruder gewesen sein, der wieder zu tief ins Glas geguckt hat. Mir geht's immer noch super toll. Ich denke öfter mal an meinen Freund, den ich natürlich auch ein bisschen vermisse. Aber es ist noch nicht so schlimm. Also es hält sich alles in Grenzen. Ich find's toll hier. Ja, zwei Sachen, glaube ich, fehlen mir sogar ein bisschen. Das fängt an. Und zwar so eine freie Sicht. Irgendwo. Wir können schon in den Garten gehen, aber dort ist der Zaun und das sperrt uns ein irgendwie. Man hat keine freie Sicht, keine klare Fläche. Und so ein bisschen Knuddeln oder so, das fehlt mir auch. Ein bisschen menschliche Nähe und Wärme. Das schon. Ja, also. Man entwickelt so die ersten Eindrücke von den einzelnen Personen und denkt sich dann so langsam mal, wie wird es wohl sein am Sonntag, wenn die Nominierung kommt, was ja oft genug auch das Thema bei uns ist. Und ja, jetzt fängt man langsam an zu überlegen, wen nominierst du denn jetzt eigentlich? Und macht sich seine Gedanken darüber und ich werde weiterhin, ich denke mal, einfach aus dem Bauch raus handeln, bei der ersten Nominierung zumindest, weil ich die Leute auch A, nicht so gut kenne und B, werde ich mir eine Taktik einfallen lassen, wo ich mir einfach sage, also ich werde einen nominieren, der eher die größten Schwierigkeiten mit der ganzen Sache hier hat und einen nominieren, wo ich mir sage, der wird garantiert nicht rausfliegen. Und damit denke ich mir, habe ich mich einigermaßen erstmal diplomatisch aus der Schusslinie gezogen. Ja, ist noch ein nettes Mädel für mich dabei sogar. Aber ja, nee. Nein, da läuft auch nichts. Also da werden wir auch nichts, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal gucken.
100 Tage sind lang. Ja, aber mal gucken, ob auch alle 100 Tage dabei sind. Wer weiß, vielleicht bin ich nächste Woche raus oder keine Ahnung. Nee, mal gucken. Also alles der Reihe nach und ich hab auch nicht den Druck. Ich weiß nicht, hier war ja schon einer drin, ne? Und der hat erzählt, dass es hier so zwei gibt, die ja perfekt zusammenpassen würden, aber dass die ja eine Beziehung sind. Und deswegen kann ich ja jetzt mal anfangen zu erzählen, dass es hier auch zwei gibt, die nicht in einer Beziehung sind. Und hier, Daumen nach oben, würden auch gut zusammenpassen. So ein nettes Mädel und so ein netter Bursche. Ja, ich denke, da habt ihr sicherlich auch alle aufgepasst und das merkt ihr so. Näher. Ich will nicht jeden Tag anfangen, was ich irgendwie gemacht habe. Ich habe nämlich heute zum ersten Mal Fisch gegessen. Ich mag eigentlich auch keinen Fisch und ich esse jetzt hier auch Fisch. Hier kann, glaube ich, mittlerweile schon jeder sagen, Psychoterror, was macht ihr mit der Frau? Zucchini, hat Wein probiert, isst Fisch, trägt eine Brille, die ich vom Alex bekommen, mit Stärke, ist cool. Aber ich fopp euch alle und ihr denkt einfach nur, seine Sonnenbrille, hat die einen Schatten mit Sonnenbrille im Haus rumlaufen?